BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Bei der Polizeistrukturreform der grün-roten Landesregierung wird es ernst. Ministerpräsident Kretschmann und Innenminister Gall nannten heute die Namen der künftigen neuen Polizeipräsidien. Zugleich betonten sie noch einmal den Nutzen der Reform. Die Führungsebene soll schlanker werden und Kompetenzen gebündelt werden. Dadurch sollen Kräfte für den Dienst in der Fläche frei werden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Innenminister Reinhold Gall haben heute das Rätselraten um die künftigen Standorte der Polizeipräsidien beendet. Bekannt war, dass die 34 Polizeidirektionen zu 12 regionalen Präsidien verschmelzen. Als Grund nennt Gall starke personelle Diskrepanzen zwischen den Direktionen, während die Aufgaben überall im Land wachsen, Beispiel Online-Kriminalität. Die müssen alle dieselbe. Sollten alle dieselbe Arbeit leisten, dass die schlechterdings gar nicht machbar ist. Und deshalb haben wir und werden wir Größenordnungen, Einheiten schaffen, die selbstständig dann in der Lage sein werden, zukünftig nicht nur diese Alltagsarbeit insgesamt zu erledigen, sondern auch besondere Einsatzlagen aus eigener Kraft, mit eigenen Kräften, mit eigenem personellen, technischen Know-how entsprechend bewerkstelligen zu können. Künftig werden es also 12 Präsidien im Land richten, die jeweils für 2 bis 4 Landkreise zuständig sein werden. Die künftigen Präsidien sind Mannheim, Heilbronn, Karlsruhe, Stuttgart, Ludwigsburg, Aalen, Reutlingen, Ulm, Offenburg, Freiburg, Tuttlingen und Konstanz. Zu den regionalen Präsidien kommen 3 Sonderpräsidien für Einsatz, Bildung und Technik, zentral in Stuttgart und Böblingen. Neu ist der Kriminaldauerdienst vor Ort. An den rund 150 Revieren und 360 Polizeiposten mit Vollzugsbeamten vor Ort ändere sich gar nichts, sagt Gall. Dies bestätige einmal mehr, dass von einem Rückzug in der Fläche in keinster Weise gesprochen werden kann, sondern dass die Polizei Baden-Württemberg auch in der Zukunft gerade in der Fläche präsent sein wird und wir zusätzlich zu dieser Präsenz auch sicherstellen können, dass wir die anderen Kriminalitätslagen, die wir haben, in dieser neuen Struktur, denke ich, zur Zufriedenheit unserer Bürger werden bewerkstelligen können. Für rund 4.000 Beamte in den betroffenen Direktionen aber bedeutet das, ihre Arbeitsplätze werden verlagert. Wohin genau, das steht noch nicht fest. Sicher dagegen ist, Anfang 2013 soll es losgehen. Ende 2014 rechnet der Innenminister mit dem Abschluss der Reform. Auf das Land kommen zudem Investitionskosten bis zu 170 Millionen Euro zu. Für die insolvente Drogeriemarktkette Schlecker gibt es offenbar erste Angebote von Investoren. Eine Weiterführung der Drogeriemarktkette sei laut Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz machbar, aber schwierig. Er widersprach damit einem vom Land in Auftrag gegebenen Wirtschaftsgutachten. Dieses hatte die Pläne des Insolvenzverwalters als zu optimistisch beurteilt und es für wenig wahrscheinlich erklärt, dass Geiwitz innerhalb der kommenden 6 Monate einen Investor für Schlecker findet. Der Stuttgarter Flughafen ist heute im Rahmen des aktuellen Tarifkonflikts um 6,5% mehr Lohn für öffentlich Beschäftigte für 5 Stunden bestreikt worden. Das Bodenpersonal hatte die Arbeit zwischen 6 und 11 Uhr niedergelegt. Betroffen waren auch Teile der Betriebsfeuerwehr. Der Flugbetrieb ist laut der Verantwortlichen aber bis auf 10 gecancelte Flüge nach Berlin und Frankfurt störungsfrei verlaufen. Das Land will den Tourismus im Südwesten mit 4,5 Millionen Euro fördern. Vor allem kommunale Tourismusvorhaben sollen finanzielle Unterstützung erhalten. Rund 25 Städte und Gemeinden erhalten 2,3 Millionen Euro. Der Rest wartet noch auf Zustimmung des Landtags. Die Förderung löse zugleich weitere Investitionen von mehr als 12 Millionen Euro aus, teilte das Ministerium für ländlichen Raum mit. Weiterer Schwerpunkt ist die Tourismusentwicklung im ländlichen Raum, dort vor allem im Bereich des sanften Tourismus wie Rad- und Wanderwege. Im Fluglärmstreit zwischen Baden-Württemberg und der Schweiz drängt die deutsche Seite auf ein rasches Verhandlungsende. Sollte bis zum 31. Juli kein Staatsvertrag zustande kommen, droht ein deutscher Alleingang. Anflüge nach Zürich über süddeutsches Gebiet sollen auf maximal 80.000 pro Jahr begrenzt werden. Warteschleifen über Deutschland sollen gänzlich verboten werden. Das Nachtflugverbot soll erhalten werden. Seit Jahren schon regt sich Widerstand gegen Flüge nach Zürich, die über den deutschen Südwesten fliegen. Soweit die BW1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt.